Es waren zwei Freunde wie Brüder so fest. Der eine hatte zwei Kleine im Nest. Der andere hatte einen klitzekleinen Sohn. Einen Sohn, einen klitzekleinen Sohn. Es sollte eine schöne Taufe sein. Sie fuhren zum Einkauf in die Stadt hinein. Ein Fest soll sein in Saus und Braus, doch es wurde ein Trauerfest daraus. Von Mörderhand mit staatlicher Gewalt wurden die Freunde ganz einfach abgeknallt. Eine große Tat wurde da vollbracht, zwei junge Väter umgebracht. Die Polizei hat sich schuldig gemacht. Die Geschichte der Kriminalisierung von Sintize und Romja und der Widerstand dagegen. Es war im Februar. Meine Enkelin hatte Geburtstag. Es waren Kinder da im Alter von 2 bis 6 Jahre. Ungefähr 7 bis 8 Kinder. Wir haben eine Geburtstagsparty gemacht mit Kuchen und ein paar Spiele in der Wohnung. Gegen 15 Uhr. Auf einmal kamen Polizisten an der Tür. Wir müssen die Party beenden. Wir fragten uns, was los ist. Ne? Haben die dann auch reingebeten, die sollen bitte sehen, dass wir hier eine Kindergeburtstagsparty haben. Auf einmal wurde Verstärkung gerufen. Da kam die Polizei mit Waffen, Schutzschilder, Helmen. An diesem Augenblick befand ich mich im Dritten Reich. Es kam wirklich alles vor den Augen. Was passiert hier gerade? Ist es ein Film? Ist es Wirklichkeit? Wir waren alle unter Schock. Wir wurden geschubst. Uns wurden Waffen auf uns gerichtet. Eine Cousine von mir, die wurde mit Handschellen abgeführt. Genau das Gleiche, wie damals passiert ist, geht es genau wieder weiter. Die Tante des Geburtstagskindes, eine deutsche Sintizer, spricht die historisch tradierte Polizeigewalt gegen Sintize und Romja an. Als Enkelin von Überlebenden des Nationalsozialismus beruht ihr Bedrohungsgefühl auf einer in die Geschichte eingeschriebenen kollektiven Erfahrung deutscher Sintize und Romja mit der Polizei. Mit der Geschichte der Überlebenden hat sich die Bürgerrechtlerin und Autorin Anita Awosusi ihr Leben lang beschäftigt. Sie hat fast 30 Jahre im Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg als Bildungsreferentin gearbeitet, wo sie auch die ständige Ausstellung zu den Gewaltverbrechen während des Nationalsozialismus mitkonzipiert hat. Zuletzt publizierte sie die Biografie ihres Vaters Hermann Weiß, eines Überlebenden des Nationalsozialismus. Anita Awosusi erzählt von der Rolle und den Verbrechen der Polizei im Nationalsozialismus. Die Rolle der Polizei im Nationalsozialismus war eine gewichtige Rolle. Schon zu frühen Beginn Adolf Hitlers Machtergreifung 1933, als dann die ersten Konzentrationslager errichtet worden sind, waren Sinti und Roma mit dabei, die deportiert worden sind in diese Konzentrationslager. Begleitet von der Polizei, von den Gendarmen, die SS, auch die Reichsführer der SS, und hier war auch der Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, an erster Stelle. Mitte 1936 wurde Himmler in das eigens geschaffene Amt des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei berufen. Ab 1939 wird das Reichssicherheitshauptamt errichtet, in dem die Polizei und die SS zusammengeführt werden. Diese Machtzentrale des nationalsozialistischen Staates unter Leitung von Heydrich war verantwortlich für die Verfolgung und Vernichtung von Millionen von Menschen. Zuständig für den bürokratisch organisierten Völkermord an den Sintize und Romja war vor allem das Amt 5, das Reichskriminalpolizeiamt. Die Polizei war verantwortlich dafür, dass sie die Menschen vorführt, in ihren jeweiligen Orten, wo sie beheimatet waren, in ihren Städten, wo sie zu Hause waren, wurden sie von der Polizei einbestellt, familienweise. Auf den Gesundheitsämtern, wo schon die Ärzte auf sie warteten, wurden sie hingeführt von der Polizei, einbestellt von der Polizei. Und wer nicht auftauchte,
an dem Tag zu dieser Uhrzeit, wo er einbestellt war, der wurde dann von der Polizei abgeholt. Die Menschen wurden vermessen, fotografiert, ihnen wurden Fingerabdrücke genommen und sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Und hier war auch wieder die Polizei am Werk. Die Polizei war auch dabei, als die ersten Deportationen, die familienweise Deportationen, dann stattgefunden haben. Auch mein Vater war mit dabei, mit seiner ganzen Familie. Er war damals gerade knapp 15 Jahre alt. Auch meine Mutter mit ihren Geschwistern und ihren Eltern waren dabei. Hier in Karlsruhe waren das 200 Menschen an diesem Tag, 16. Mai 1940. Das war der Deportationstag. Sie wurden auf die Polizeiämter, auf die Polizeipräsidien verbracht. Dort wurden sie alle noch einmal gezählt. Und dann kamen große offene Lastwagen. Im Hof des Präsidiums der Polizei standen die Bewacher, die Polizisten da, damit auch keiner entkommt. Und dann mussten sie auf diese offenen Lastwagen sich setzen und dann fuhren sie auf den Hohen Asberg. Das ist ein Zuchthaus im Südwesten Baden-Württembergs. Dort wurden diese 200 Menschen erst einmal verbracht in dieses Zuchthaus, dort noch einmal untersucht, rassenurkundlich untersucht und dann nach 3 Tagen von der Polizei wieder abgeführt an die Bahnstation, wurden die Menschen in die Züge verladen. Zu diesem Zeitpunkt 1940 waren es noch Personenzüge, später waren es ja, wie wir wissen, dann die Züge für die Tiertransporte. Die Polizei war immer dabei. Sie begleitete diese Menschen in das Generalgouvernement nach Polen. Sie wurden in Ghettos und Konzentrationslager verbracht, im Osten, in Polen und mussten dann Zwangsarbeit verrichten. Immer war die Polizei als Bewacher mit dabei. Während der Zwangsarbeit, wenn jemand strauchelte, wenn er schwach war, nachdem sie ja schon tagelang kaum was zu essen hatten, gab es viele kranke Menschen. Sie mussten bei Wind und Wetter draußen arbeiten, Zwangsarbeit verrichten, auch die Kinder ab 6 Jahre. Die Polizei war immer dabei als Bewachung. Und da wurde dann manch einer auch schon mal geschlagen, gefoltert, manchmal auch erschossen. Die Polizei im Nationalsozialismus hat sich schuldig gemacht. Bei den Einsatzgruppen der Wehrmacht hinter der Ostfront nämlich, da waren viele Polizisten mit dabei. Sie sollten ganze Massen von Menschen erschießen. Diese mussten zuvor ihre eigenen Gräber schaufeln. Große Gruben mussten sie ausheben. Manchmal waren es 200-300 Menschen an einem Tag, die erschossen werden sollten. Zum Beispiel in Radom, in einer polnischen, südpolnischen Stadt, da wurden zum Beispiel auch meine Tante erschossen mit ihren Kindern und ihrem Mann. Tausende und Abertausende von Menschen. Heute kann man keine genauen Zahlen nennen von den Massenerschießungen an Anzahl von Menschen, die unter diesen Umständen den Tod fanden. Die Polizei hat ihre Rolle gespielt im Nationalsozialismus bis zum bitteren Ende. Und als dann endlich die Konzentrationslager befreit worden sind durch die Alliierten, auch da spielte die Polizei noch eine Rolle. Sie brachte sich in Sicherheit, so schnell es ging. Aber davor haben sie die Menschen noch auf den sogenannten Todesmärschen begleitet. Das war am Ende des Kriegs. Damit auch ja keiner entkommt, hat die Polizei diese sogenannten Todesmärsche begleitet. Viele starben. Sie waren ausgehungert, sie waren krank durch jahrelange Zwangsarbeit. Männer, Frauen, so auch Kinder. Da war das Gewehr schnell im Anschlag und schnell wurde auch mal geschossen, wenn einer strauchelte. Die Polizei hat sich schuldig gemacht. Die Verfolgung von Romnia und Sintize begann nicht erst im Nationalsozialismus. Bereits die Anfänge der Polizei basieren auf der rassistischen Erfassung von Menschen, die als vermeintlich unangepasste, nicht der Norm entsprechende Subjekte gesellschaftlich kategorisiert werden. Ende des 19. Jahrhunderts behauptete der Begründer der Kriminologie Lombroso,
dass Kriminalität eine vererbte Minderwertigkeit wäre und Sintize und Romnia eine Rasse von Verbrecherinnen seien. Ihm folgten viele deutsche Kriminologen, indem sie Menschen anhand äußerer Merkmale rassifizierten und deren Verhalten kriminalisierten. Eine Konsequenz der Aneignung der kriminalbiologischen Lehren war die Gründung der Münchner Zentralstelle im Jahr 1899. Sie sammelte die Namen, Berufe und Familienverhältnisse von allen Sintize und Romnia, derer sie habhaft werden konnte, ohne dass die Menschen zuvor straffällig oder einer bestimmten Tat verdächtigt wurden. Bis zum Jahr 1905 wurden die Daten von 3.350 Personen gesammelt und vom Leiter der Zentrale Dillmann als Buch für den polizeilichen Gebrauch veröffentlicht. Das Buch wurde an Polizeidienststellen in allen deutschen Ländern sowie an Nachbarstaaten verteilt und dort genutzt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verabschiedeten die deutschen Länder zahlreiche Bestimmungen, die sich insbesondere gegen die Bewegungsfreiheit von Sintize und Romnia ohne Aufenthaltsrecht richteten. Aufgegriffene Romnia schob die Polizei in benachbarte Territorien ab. Die polizeiliche Sondererfassung und diskriminierende Behandlung wurden in der Weimarer Republik fortgesetzt. 1922 wurde zuerst in Baden ein Sonderausweis eingeführt, den alle Sintize und Romnia stets bei sich führen mussten. Er erhielt Angaben zur Person, einschließlich der Eltern, des Ehepartners und der Kinder, ein Foto und Fingerabdrücke. Später führten auch die anderen deutschen Länder dieses Instrument der polizeilichen Registrierung und Kontrolle ein und verabschiedeten Gesetze, die die Erfassung verstärkten. Die Nationalsozialisten konnten auf Grundlage dieser Sondergesetze und der bereits gesammelten polizeilichen Daten ihre eigene institutionalisierte Verfolgung ausbauen, ihre mörderische Politik begründen und den Genozid an Romnia und Sintize durchführen. Auch nach 1945 wurden rassistische Praktiken wie Sondererfassung, Sondergesetzgebung und auf die Verfolgung von Sintize und Romnia spezialisierte Polizeieinrichtungen nahezu ungebrochen fortgeführt. In jahrelanger mühseliger Arbeit mussten die Überlebenden und ihre Nachkommen gegen die Widerstände der alten Nazis Dokumente recherchieren, die den Völkermord bewiesen und deren Herausgabe erkämpfen. Die Bürgerinnenrechtlerin Ilona Lagren schildert die historische Kontinuität der polizeilichen Verfolgung von Romnia und Sintize nach 1945. Als unsere überlebenden Menschen, die die Konzentrationslager wie Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Majdanek, Buchenwald und die vielen anderen überlebt haben, kehrten sie in ihre Heimat, in die Bundesrepublik Deutschland zurück. Aber für sie gab es keine Stunde Null, weil weder die beiden großen Kirchen noch Vertreter der Politik, karitativen Einrichtungen oder sonst jemand sie unterstützte oder ihnen half. Zuvor, bevor sie deportiert worden waren, hat man ihnen ihre Ausweispapiere weggenommen, man hat sie eigentlich ausgebürgert und somit staatenlos gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Es waren deutsche Bürger, wir sind schon seit 600 Jahren in diesem Land. Ilona Lagren war bereits als kleines Kind durch die eigene Familiengeschichte mit dem an Sintize und Romnia begangenen Genozid konfrontiert. Als Bürgerinnenrechtlerin hat sie sich Zeit ihres Lebens für die Erinnerung eingesetzt. Sie erkämpfte etwa die Gedenktafel am Bahnhof am Asberg und die Gedenktafel in Tübingen, wo während des Nationalsozialismus Rassenforschung betrieben wurde. Sie führte gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhold Lagren Interviews mit Zeitzeuginnen des Völkermords, um die Erinnerung an das erlittene Leid zu bewahren und auf würdige Weise sichtbar und zugänglich zu machen. Aber dennoch ging es weiter mit der erneuten Erfassung der Kriminalisierung unserer Menschen. So war zum Beispiel auch, dass es schon 1953 die damals bayerische Zigeunerleitstelle in Landfahrerzentrale umbenannt wurde. Aber auch, dass unsere Menschen, die ihre Entschädigungsansprüche gestellt hatten, man ihnen nicht glaubte. Man hat geleugnet, dass sie verfolgt wurden aus rassischen Gründen. Unsere Menschen, die ihre Entschädigungsansprüche gestellt hatten, wurden weiterhin nicht geglaubt. Sondern die bundesweite Kontrollen durch die Polizei
wurden weiterhin verschärft. Die Menschen wurden erfasst und immer noch erkennungsdienstlich behandelt. Die Rassegutachten standen allen Landeskriminalämtern weiterhin zur Verfügung. Es wurden fast die gleichen Gesetze von 1945 übernommen. Und somit auch die bundesweiten Kontrollen und Schikanen an unseren Menschen weiterhin betrieben. Sie wurden immer erneut erfasst, gedemütigt und dementsprechend auch diskriminiert. Als unsere Menschen ihre Entschädigungsansprüche stellten, saßen sie oft den NS-Tätern gegenüber. Man glaubte ihnen nicht. Kam es dann zu einer Verhandlung, in der man einfach das Verfahren dann aufgenommen hatte, luden sie natürlich die sogenannten selbsternannten Experten und Gutachter ein. Paul Werner, SS-Standartenführer, der im Mai für die Deportation in Asberg und die plante, war bis in die 60er Jahre Ministerialbeamter in Baden-Württemberg. Josef Eichberger, der SS-Mann, der im Reichssicherheitshauptamt diesen Transport organisierte in Asberg, der wurde leider der Abteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes. Was weiterhin die Entschädigungsmaßnahmen aber für unsere Menschen verhinderte, war ein Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofs von 1956, das lautete: Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Das war ein Skandal. Und dieses Urteil wurde erst 2016 aufgehoben. Das muss man sich mal vorstellen. Und damit hat es in allen Entschädigungsansprüchen, die die Leute gestellt haben, somit verhindert, dass sie ihnen dieses, was ihnen zustand, bekommen haben. Erst dann mit Beginn der 70er Jahre, in dem die jüngere Generation damit anfing, mit der Bürgerrechtsbewegung, die durch Romani Rose und schon sein Onkel und sein Vater Oskar Rose und Vinzenz Rose eigentlich ins Leben gerufen hatten und versuchten, damals schon eigentlich dagegen vorzugehen. Aber unsere alten Menschen hatten damals Angst. Und so war die nachgeborene Generation in der Lage, dann eben die Bürgerrechtsbewegung eben ins Leben zu rufen. Romani Rose und einige der Gebrüder Schmidt, aber auch der Herr Franz sowie mein Mann, die trafen sich eigentlich in Abständen immer wieder in Ludwigshafen. Und so hatten sie damals herausbekommen, dass ja Leo Karsten in Ludwigshafen lebte. Und sie wollten eigentlich dahin, so unangemeldet dahin gehen mit der Presse und ihn eigentlich vor Ort stellen. Aber leider kam es damals nicht mehr zu diesem Vorfall, weil in Heidelberg der Sinto Anton Lehmann von einem Polizisten erschossen wurde. Danach hat eben Vinzenz Rose auch die erste große Demonstration 1973 ins Leben gerufen. Da ging man zum ersten Mal mit Transparenten eben vom alten Messplatz aus in Heidelberg durch die Hauptstraße und hat damit seinem Frust gegen diese rassistische und vorurteilsvolle Struktur und gegen diese Polizeigewalt hat man sich gewehrt und ist man vorgegangen. Aber es war nicht selbstverständlich, dass damit alles beendet war, sondern es ging ja weiter. Es gab dann die große Gedenkveranstaltung in Dachau, wo eben sehr international dran teilgenommen wurde. Nur eben die Bundesregierung hat lange gedauert, bis die sich gerührt hat. Aber es folgte auch 1980 dann der Hungerstreik in Dachau, bei dem eben diese Männer, die da vor Ort waren, damit auch protestiert haben gegen diese Regelungen, die immer noch bestand, diese rassistische Vorurteilsstruktur, das Zurückgreifen auf der Akte. Diese Rassegutachten waren ja noch bis 60er und 70er Jahre im Gebrauch. Die sind immer hin und her gereicht worden. Und darauf, auf dieser Grundlage dieser Rassenakten hat man immer noch die Menschen beurteilt. Selbst nach der Anerkennung 1981 durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt war es so, dass es immer noch nicht beendet war.
sondern auch im 1983 sind dann Vertreter mit Romani Rose der Bürgerrechtsbewegung eben vor Ort, und zwar vor das Regierungspräsidium in Köln gegangen und haben da auch demonstriert gegen die Erfassung, die immer noch weiterhin benutzt und gebraucht werden konnte gegen unsere Minderheit. In den 90er Jahren erstarkte die Bleiberechtsbewegung Migrierter Romnje. Die Menschen machten sich auf den Weg, für ihre Existenz einzustehen. Sie stellten einen Zusammenhang zu den Verbrechen des Nationalsozialismus her, die in ihren Ländern und an ihren Familien begangen wurden und bis heute nachwirkten. Sie protestierten gegen die restriktive Behandlung von Geflüchteten und forderten ein Bleiberecht in Deutschland. Im Rahmen dieser Bewegung finden neben großen Demonstrationszügen auch öffentlichkeitswirksame Besetzungen ehemaliger Konzentrationslager statt. Unter anderem wird durch massive polizeiliche Repression der Kampf ums Bleiberecht und der Widerstand unterbunden. Neben der andauernden rassistischen Polizeirepression gibt es auch anhaltenden Widerstand von migrierten Romnje. Der Bürgerrechtler Rutko Kowczynski, Jahrgang 1954, Gründer und Vorsitzender der Rom- und Sinti-Union in Hamburg, leitete seit 1989 große Bleiberechtsproteste an. Mit Tornado Rosenberg spielte und sang er im Duo Z und gab das legendäre Album Ganz anders heraus. Von großen Romani-Protesten und dem Bleiberechtskampf zwischen 1989 und 1991 berichtet auch der Film von Monika Hilscher und Matthias Heder, Jellem, Jellem. Es gibt eine bestimmte historische Verantwortung gegenüber unseren Menschen. Eine historische Verantwortung, die daraus erwächst, dass über 80% unserer Menschen ermordet wurden. Und dass die Situation, vor der wir heute stehen, eine Situation ist, die man direkt schlussfolgern kann aus dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Menschen sind in den nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer gefallen, sind durch ganz Europa verschleppt worden. Zum einen, und zum anderen sind sie geflohen, haben sich versteckt, sind verstreut gewesen und sind immer noch verstreut, finden sich jetzt zusammen. Und es beginnt eigentlich das, was so in vier Phasen eigentlich in unserer ganzen Geschichte immer ablief. Zunächst einmal der Kampf ums Bleiben, dann das Durchsetzen dieses Kampfes, dann kommt die zweite Stufe, nämlich die Diskriminierung, dann kommt die dritte Stufe, die Verfolgung, der Pogrom und die Flucht. Und dann beginnt man wieder beim Anfang, nämlich beim Niederlassen, beim geduldet werden, wieder Pogrom, wieder Flucht. Eine weitere prägende Figur der 90er Jahre war die Aktivistin Fatima Hartmann. Fatima Hartmann migrierte Mitte der 60er Jahre mit ihrer Familie aus Mazedonien nach Deutschland. Sie engagierte sich seit den 80er Jahren für die Rechte der Romnja. Sie wirkte über ihre Arbeit beim WDR als Moderatorin der auf Romanes und Deutsch ausgestrahlten Sendereihe Bosporus bis Gibraltar, sowie als Vorsitzende und Mitgründerin des ROM e.V. in Köln. Sie gestaltete mit anderen Frauen die Zeitschrift Jekcip mit dem Ziel, Holocaust-Überlebenden Romnja und Sintize eine Stimme zu geben. Im Vordergrund standen ihre Verfolgung, ihr Widerstand und ihre Überlebensstrategien. Fatima Hartmann erzählt von einer Polizeirazzia gegen Romnja in Köln am 13. April 1995 und die darauffolgende Demonstration. Anlass der Polizeirazzia, die im Morgengrauen stattfand und an der 100 Polizisten beteiligt waren, war im Gebüsch, einem Kölner Stadtteil in der Nähe eines Übergangsheims, in dem hauptsächlich Roma, die aufgrund des Jugoslawienkrieges nach Deutschland geflüchtet waren, um Schutz für ihre Familien zu suchen, lebten. Dort wurde ein neugeborenes Kind gefunden. Anlass für diese rassistische Aktion war der Hinweis eines Passanten, der gesehen haben wolle, wie eine dunkelhaarige Frau mit Kinderwagen vom Fundort in Richtung Flüchtlingsheim ging. Die Razzia und der Zwangsbluttest wurden von der Kölner Staatsanwaltschaft offen rassistisch begründet. Staatsanwaltschaft U im Kölner Fenster, WDR 3, am Donnerstag, den 13.04.1995, sagt, von der Kinderklinik haben wir erfahren, dass das Findelkind eine Pigmentierung aufweist,
die man verstärkt bei Sinti und Roma findet. Am 12.04.1995 wurde vom Amtsgericht ein Ermittlungsverfahren gegen eine unbekannte Person wegen Kindestötung eingeleitet. Von der Richterin N. So heißt es, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine körperliche Untersuchung, Blutentnahme, Durchsuchung der Wohnungsräume einschließlich aller Nebenräume. Es besteht hinreichender Anhaltspunkte dafür, dass die Einnahme der Blutprobe zur Beweissicherung in diesem Ermittlungsverfahren von großer Bedeutung sind. Am 13.04.1995 umstellten 100 Polizisten morgens um 6 die 4 Baracken des Asylheims. Sie stürmten die Flure, verschafften sich brutal Zugang zu den Räumen und rissen die dort lebenden Roma-Familien aus dem Schlaf. Es spielten sich verzweifelte Szenen ab. Die Kinder schrien vor Angst, denn ihre Mütter und ihre Schwestern wurden von ihnen getrennt und aus dem Zimmer abgeführt. Die Kinder hatten Angst, dass sie ihre Mütter nie wiedersehen könnten. Die Frauen konnten sich noch nicht einmal richtig waschen oder ankleiden. Die Toiletten durften die Frauen nur mit Bewachung oder bei offenen Tür ihre Notdurft verrichten. Durch diese massive Polizeiaufgebot waren die Frauen so eingeschüchtert, dass sie sich weinend abführen ließen. Sie haben bis zum Schluss nicht verstanden, warum diese Aktion stattfand. Insgesamt wurden an jedem Morgen mit Polizeibussen mehr als 40 Romja, darunter minderjährige Mädchen, zur Blutentnahme ins Kölner Polizeipräsidium transportiert. Dort wurden sie wie Verbrecherinnen erkennungsdienstlich behandelt. Sie wurden fotografiert, Fingerabdrücke wurden genommen. Die ganze Aktion dauerte 4 Stunden. Das hieß für die Frauen 4 Stunden im Bus vor dem Polizeipräsidium sitzen, ohne Essen, ohne Trinken, ohne sprechen zu dürfen. Währenddessen waren 3 Romja, darunter eine 15-Jährige, direkt zur Uni-Frauenklinik gebracht worden. Die 15-Jährige erzählte, sie haben mich gefragt nach meinem Ausweis und ich habe ihnen gesagt, dass ich erst 15 Jahre alt bin. Trotzdem musste ich dieser Zwangsuntersuchung mich unterziehen lassen. Dass sie als Tatverdächtige für einen versuchten Kindesmord vermutet wurden, wusste keine von den Frauen. Als die jungen Mädchen und Frauen über diese Razzia berichteten, überkam ich große Angst. Diese Razzia erinnerte an die rassistischen Methoden der Nationalsozialismus. So hatte der zuständige Oberstaatsanwalt gesagt, das große Polizeiaufgebot, das wir hier gemacht haben, resultiert einfach von der Besonderheit dieser ethnischen Minderheit. Die gehen uns nämlich alle laufen. Er sagte dies beim Kölner Fenster am 13. April 1995. Wie vor 50 Jahren wurden auch dieses Mal behauptet, dass Vorgehen gegenüber Z, Romja und Sinti sei nicht rassistisch, sondern läge an den Roma und Sinti selbst und habe darin seine Richtigkeit. Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, wie brutal und illegal diese Aktion war. Nachdem das Vorgehen der Polizei sofort scharf kritisiert wurde, versuchte die Polizei noch im Nachhinein, den betroffenen Frauen Unterschriften über ihre angebliche Freiwilligkeit abzupressen. Am 22. April 1995 fand eine große Protest- und Solidaritätskundgebung in Köln statt, in der viele Organisationen, Frauenorganisationen, die Grünen, viele Parteien, Flüchtlingsorganisationen, viele, viele Menschen sich sammelten, um gegen diesen rassistischen Vorgehen Protest zu zeigen. Am Polizeipräsidium war eine Kundgebung, um klarzumachen,
dass diese rassistische Vorgehensweise gegen Roma und Sinti nicht mehr geduldet werden. In der Nazizeit herrschende Ideologie des Rassismus und des Sexismus wird hier in erschreckendem Maße deutlich, hieß es auf der Kundgebung. Am 17. Januar 1996 beschäftigte sich der Rechtsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtages mit der Razzia. Im Bericht des NRW-Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags wird sehr dezidiert der Ansicht zugestimmt, dass das Vorgehen gegen die Bewohnerinnen des Kölner Asylbewerberheimes behutsamer und etwa mit Blick auf das Polizeiaufgebot auch einfühlsamer hätte gestaltet werden können. Die Großeinsätze bedeuteten immer, 80 bis 150 Polizisten stürmten gleichzeitig gegen Romja und Sinti-Familien vor. Für die Kinder der Familien waren diese Razzien und die Attacken der Polizeibeamten gegen ihre Mütter und Väter von großer Angst besetzt. Viele Kinder erlitten dabei schreckliche Traumata. Vieles könnte noch erzählt werden. Die Razzien auf den Wohnplätzen nach 45, das gegenwärtige alltägliche Racial Profiling, die gesonderte Erfassung unter speziellen Begriffen für Romja und Sintize, die Verdächtigung von Romja bzw. Sintize im Rahmen des NSU-Komplexes, die Rolle der Polizei bei Abschiebungen, in denen Menschen auch zu Tode kommen, die Polizeiliteratur, die bestimmte Bilder und Vorstellungen bis heute tradiert. Insgesamt die Aufrüstung der Polizei und die transnationale Zusammenarbeit zur Erhaltung von Grenzregimen. Mit diesem Film wollen wir darauf verweisen, dass rassistische Polizeigewalt kein individuelles Phänomen ist, sondern in die Struktur und Entwicklung der Polizei selbst eingeschrieben ist. Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis wirkt in alle Behörden hinein. Die Polizei spielte überdies historisch nicht nur eine staatstragende Rolle, sondern produzierte auch und verstärkte den Rassismus gegen Romja und Sintize auf Grundlage eigenen Institutionshandelns und Wissens. Aufgrund der spezifischen deutschen Polizeigeschichte ist eine konsequente Aufarbeitung ihrer historischen Verbrechen und der aktuellen Fälle von rassistischen Handlungen erforderlich. Hierzu braucht es unabhängige Beschwerdestellen, die autonom ermitteln und klare Konsequenzen bei rassistischen Verhalten von Polizeibeamtinnen durchsetzen können. Letztlich ist die Polizei Teil des jeweiligen gesellschaftlichen Systems, auch wenn sie durch das Gewaltmonopol besonders gefährdend wirkt. Die Zuarbeit und Legitimation dieser Arbeit kommt aus der Politik und letztlich durch die Gesellschaft. Beschönigen sollte man nichts, denn die Rolle der Polizei war unrühmlich in der Vergangenheit. Und jetzt könnte es endlich gelten, dass man daraus gelernt hat, was eben falsch war. Die Rolle der Polizei könnte jetzt aufgearbeitet werden. Das von heute, aber auch das von damals. Ihr festlicher Anzug durch Polizistenhand wurde für sie zum Totengewand. Sie wussten nicht, warum, sie hatten nichts getan, als sie mitten im Bullenstreit bekam. Der zog seine Waffe voller Machtgefühl. Jeder Schuss traf ganz genau sein Ziel. Die ehrenwerte Zeitung stellt's natürlich anders dar. Kein Mensch erfuhr die Wahrheit, wie es damals wirklich war. Durch Mörderhand mit staatlicher Gewalt wurden beide dienstlich abgeknallt. Das ist nun schon alles ein paar Jahre her. Auf den Gräbern der Freunde wachsen keine Blumen mehr. Der klitzekleine Sohn ist jetzt ein Mann, sehr oft denkt er zurück, wie es begann.